Am 7. Juli 2017 stimmten 122 Länder für das Abkommen über ein Verbot von Atomwaffen. Länder, die keine Atomwaffen haben, aber unter ihrer Bedrohung leben, stimmten für das Verbot. Ohne das Wissen der meisten ihrer Bürger haben die Regierungen der Atommächte weltweit nicht abgestimmt und doch kam das Abkommen zustande. Etwas Neuartiges geschieht. To challenge the mainstream security discourse that treat these as tools of international security, the language of deterrence, treating these weapons as something that prevents conflict, instead of actually examining them for what they are. The focus changed from tools of security and stability to human beings are destroyed. After all, it's a people who suffer, and this has been forgotten in our debate. Now, we today have a massive body of evidence that a nuclear war would simply not only not be winnable, it would likely destroy life on Earth as we know it today. Die internationale Kampagne zur Abschaffung von Atomwaffen wurde von Menschen ins Leben gerufen, die der Ansicht sind, dass Atomwaffen den Menschen unsägliches Leid antun und eine inakzeptable humanitäre Katastrophe verursachen. So we established this campaign around 2006 and we felt that the specific objective needed to be a treaty that outlawed nuclear weapons completely. So we're about 11 years old now. And was very much inspired by the campaign to ban landmines and the Cluster Munitions Coalition. So at 2:45 in the morning, on the runway into the air. Am 6. August 1945 wurde eine Uranbombe auf Hiroshima abgeworfen. At that moment I saw in the window the tremendous flash. And I couldn't comprehend, but before you had a chance to comprehend what was happening, I knew my body was flying up in the air. After that, I lost consciousness. Now, when I regained the consciousness in the total darkness and silence, I knew, finally, Americans got us. Also, it happened at 8:15 in the morning. It was dark, dark like twilight. And then I began to see in the dark some moving objects, but they were so silent. They didn't look like human beings. The hair was standing up and all curled up, and skin and flesh were just falling out. Some were carrying the eyeballs in their hands. The skin and the flesh hanging. The majority of my schoolmates were working in the center part of the city. They are the first one who simply vaporized, melted. From my school, over 300 students were there. I'm alive because I wasn't there. I was somewhere else, far, you know, 1 mile away. I was inside a building. I was buried by the collapsed building. I must have been protected. But those people had no protection directly under. Von diesem Zeitpunkt an fühlte sich jede Macht verwundbar, die keine Atomwaffen besaß. In den folgenden Jahren entwickelten die Sowjetunion, Großbritannien, Frankreich und China ihre eigenen Atombomben in einem Kontext der Konfrontation zwischen West- und Ostblock, in einer Zeit, die als Kalter Krieg bekannt ist. In dieser Zeit wurden auch die Vereinten Nationen gegründet, ein Forum für Schlichtung, sodass die Eskalation von Konflikten in bewaffnete Konfrontationen verhindert werden kann. The United Nations had been working to address the threat of nuclear weapons since its foundation. Die Gefahr eines vorsätzlichen Einsatzes wird durch die Unfallgefahr noch verstärkt. Derzeit befinden sich 2000 Atomwaffen in sofortiger Einsatzbereitschaft und könnten innerhalb weniger Minuten abgeschossen werden.
1983 interpretierte das sowjetische Radarsystem eine Wolkenformation fälschlicherweise als Raketenangriff. We know of at least six occasions when the world has come within minutes of nuclear war because deterrence failed, because one or the other nuclear weapons state, usually the United States or Russia, believed it was under attack and actually began the process of launching its own nuclear weapons, only to stop at the very last minute when the mistake was discovered. Die Verbreitung von Kernwaffen und der technologische Fortschritt schaffen neue Gefahren. Es besteht die Möglichkeit, dass eine kleine Gruppierung eine Bombe bauen könnte. Es besteht auch die Gefahr, dass ein Land mit Atomwaffen innere Brüche oder soziale Unruhen erleiden könnte und die Waffen nicht mehr unter sicherer Kontrolle stehen würden. Auch können Computersysteme gehackt werden. Und schließlich würde jede Art von Explosion in einem Kernkraftwerk zu massiven, unkontrollierbaren Umweltkontaminationen führen. Millions of people would be exposed to lethal doses of radiation. So this is an enormous problem and one which is generally ignored completely. Seit Beginn des Atomzeitalters folgten Warnungen und Proteste der Wissenschaft aufeinander und wurden schnell auf die Straße gebracht. Im November 1961 waren Women for Peace Pioniere, als sie in den Streik traten und in 60 Städten der Vereinigten Staaten öffentlich gegen Atomwaffen demonstrierten und marschierten. 1982 versammelten sich in New York 1 Million Menschen gegen Atomwaffen. Ein Jahr später gab es in Europa in mehreren Städten massive Proteste, die rund 3 Millionen Menschen auf die Straße brachten. In den 80er Jahren sah man die Möglichkeit eines begrenzten Atomkriegs in Europa, wo beide Seiten über enorme Bestände an Kurzstrecken-Nuklearwaffen verfügten. Militärische Übungen schufen eine Vorkriegsatmosphäre. Die Spannung war auf dem Höhepunkt und gelegentlich herrschte Endzeitstimmung. Aber die Aufruhr, die durch diese Gefahren und sozialen Proteste verursacht wurden, schufen die Voraussetzungen für eine Reihe von Verträgen und eine erfolgreiche Verkleinerung der Nukleararsenale. Derzeit verfügen die 9 Kernwaffenstaaten insgesamt über fast 15.000 Bomben und jede ist schlagkräftiger als die, die auf Hiroshima abgeworfen wurde. Die überwiegende Mehrheit der Atomwaffen befinden sich in den Händen der Vereinigten Staaten und der Russischen Föderation. 5 Länder beherbergen US-Bomben auf ihrem Territorium und 28 weitere sind an Nuklearbündnissen beteiligt. Aber die meisten Länder haben weder Atomwaffen noch gehören sie einem Militärbündnis an. Dennoch teilen sie das Risiko im Falle einer Konfrontation, auch wenn sie weit weg von ihrem Territorium stattfindet. Im Juli desselben Jahres stimmten 122 Länder, etwa 2/3, für den Verbotsvertrag. Nun muss der Vertrag von 50 Ländern ratifiziert werden, damit er in Kraft treten kann. The treaty includes a broad range of prohibitions, a prohibition of course on the use of nuclear weapons as well as the threatened use of nuclear weapons, a prohibition on testing and production of nuclear weapons, and indeed a prohibition on the possession of nuclear weapons. They're going to have to justify why they want weapons of mass destruction, why they think threatening to mass murder civilians or end us all, collective suicide, is a reasonable security strategy. Damit der Vertrag in so vielen Ländern wie möglich ratifiziert wird, ist der soziale Druck von größter Bedeutung. Die parlamentarische Erklärung, der Appell der Städte, Desinvestitionskampagnen, Sensibilisierung und Mobilisierung sind notwendig, damit das Verbot Gestalt annimmt. Und dann muss der Druck weitergehen, bis die Stigmatisierung von Atomwaffen in einer realen Beseitigung mündet. ICAN also has what's called the Parliamentary Pledge, which is signed by over 800 parliamentarians across the world. So the ICAN Cities Appeal is a commitment that cities can make to endorse the Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons and call on their governments to join. And what Don't Bank on the Bomb does is it gives everyone a pathway to resist nuclear weapons. If you have a bank account, you can do something about nuclear weapons. You can talk to your bank and ask them, do they have a policy on investment? You have a right as a consumer, you have power
to do something to change that. And people are. Estados Unidos cerró su última fábrica de municiones en racimo sin haber nunca firmado la convención en contra de las municiones en racimo. You know, the U.S. never signed the landmines treaty, but we don't make them anymore and we don't use them. Das Atomwaffenverbot ist ein Aufschrei, das die Menschen dieser Welt vereint, um sich vor den Militärmächten zu verteidigen. En historia humana estamos en permanente evolución. Y los cambios importantes no se dan de la noche a la mañana. Si las personas que estaban luchando por el fin de la esclavitud hubieran pensado que aprobando una ley o un tratado en un lugar muy específico no se iba a lograr, no tendríamos hoy lo que tenemos. Eines Tages wird uns das Atomzeitalter wie ein böser Traum vorkommen, der in einem Moment der Angst und der Zerstörung entstanden ist. Wir erkennen, dass das Leben eines jeden Menschen heilig ist und wir lehnen Atomwaffen entschieden ab, weil sie unsäglichen Schaden und Leid bei den Menschen verursachen. We can be successful again as we were in the 80s and we can save the world again. And we can look ourselves in the mirror and say, hey, okay, I did what I was supposed to do. We Hibakusha have been waiting for the ban for 72 years. Let this be the beginning of the end of nuclear weapons.